Hi, heute zeige ich Ihnen den neuen High-End-Stereo-Verstärker A9000R. An der Gerätefront haben wir einen On-Standby-Schalter, einen Lautstärkeregler, einen Direct-Schalter, welcher unter anderem das Display ausschaltet, um die Klangqualität zu verbessern. Weiter ein LED-Display und einen Eingangswahlschalter. Die Eingänge können aber auch über die Fernbedienung gewählt werden. Unter der Frontklappe befindet sich als erster die Lautsprecher-AB-Schaltung, um eine oder zwei Lautsprechergruppen auszuwählen. Weiter geht es mit Tastern für die Klangregelung, hier um den Bass anzuheben oder abzusenken. Änderungen werden im Display angezeigt. Als nächstes die Höhenregelung. Änderungen werden auch hier wieder im Display angezeigt. Anschließend Taster für die Balance-Regelung, um Anpassungen bei der Lautsprecheraufstellung vorzunehmen. Mit der Setup-Taste können einige Einstellungen vorgenommen werden. Als erstes der Menüpunkt Show. Hier kann man Eingänge abwählen, die nicht verwendet werden. Die nächste Funktion ist HP Level, welche eine Änderung der Kopfhörerlautstärke ermöglicht, um damit der Lautstärke der Lautsprecher zu entsprechen. ASP ist eine automatische Standby-Funktion. Bleibt der Verstärker für längere Zeit ohne Signal, geht er automatisch in den Standby-Modus. Root erlaubt es, den Verstärker-Modi zu wählen. Normaler Verstärker, Vorverstärker, Split, um zum Beispiel einen Equalizer einzuschleifen. Zum Schluss Reset, um die Einstellung zurückzusetzen. Sehen wir uns jetzt die Rückseite an. Als erstes fallen die großen und massiven Lautsprecher-Terminals an der Seite auf. Sie erlauben es, Kabel mit hohem Querschnitt anzuschließen und sind selbstverständlich bananensteckertauglich. An der Oberseite befinden sich die RE-Schnittstellen, ein USB-Input für die direkte PC-Verbindung, ein AES-EBU Balance Digitaleingang sowie zwei digital koaxiale und ein optischer Eingang für Ihre digitalen Quellen. Wir haben einen MMMC-Phono-Eingang mit einem Ground-Anschluss. Mit einem kleinen Schalter wechseln Sie zwischen Moving Magnet und Moving Coil. Der Verstärker verfügt über drei analoge Eingänge, einen Line-Out, einen Pre-Out und einen Main-In. Das erlaubt die Benutzung als Vorverstärker oder das Einschleifen von Equalizern, beispielsweise zur Raumakustikkorrektur. Jetzt werfen wir einen Blick ins Innere des A9000R. Auffallend in der Mitte die vier audiophilen High-Power-Kondensatoren als Leistungspuffer. An der Front ein leistungsstarkes und massives Netzteil. Maximale Trennung zwischen linkem und rechtem Kanal mit jeweils vier Mono-Endstufen. Die Digitalprozessorplatine ist hinten oben angebracht. Auch hier wieder die Idee der maximalen räumlichen Trennung. Weit entfernt vom Analogboard können so Beeinflussungen ausgeschlossen werden. Werfen wir einen näheren Blick auf das Digitalprozessorboard. Digitale Signale kommen hier rein, werden dekodiert und gehen an den Verstärker. Ich hoffe, Ihnen hat unser kleiner Onkyo A9000R Walkthrough Spaß gemacht. Bis bald!